Tag Siegesbund. Wie deutlich war die Ansprache in der Halbzeit? Also die erste Halbzeit, das war teilweise ganz schön schlimm, vor allen Dingen die Fehlwürfe. Ihr habt den Warberger Rückraum überhaupt nicht so richtig in den Griff bekommen. War irgendwie schlecht. Ja. Also unser Problem in der ersten Halbzeit war, dass wir eigentlich ohne Abwehr gespielt haben, dass wir, man hat es auch gesehen, also ich zumindest, dass wir ziemlich verunsichert agiert haben, was unsere Abwehr anging. Die Gegner konnten reihenweise wirklich gut durchlaufen und gut werfen. In der Halbzeitpause habe ich dann nur angesprochen, dass da mehr kommen muss und dass die Leute mal wirklich ihren Kopf hochnehmen müssen. Wir sind zu Hause und die stehen und wir stehen vor denen, ne? dass sie mal ihre Brust rausstecken und sagen, wir sind die Schlange, die sind das Kaninchen. Aber das war in der ersten Halbzeit war das leider nicht so. Da waren wir das Kaninchen und das hat man halt gesehen. Und zweite Hälfte lief es dann besser. Erstens gute Abwehr, zweitens dann auch schnelle Tempo-Gegenstöße, die wir in der ersten Halbzeit ja gar nicht hatten. Da hatten wir null. So, und das ist dann unser Spiel in der zweiten Hälfte. Und das können wir gut. Aus einer stabilen Abwehr mit Feuer hinten raus. Ja, und dann läuft das auch. Kam auch sicherlich noch dazu, dass Warberg Opfer seines eigenen Tempos geworden ist. Sie haben mehr und mehr abgebaut. Da schlichen sich dann auf einmal die Fehler ein, die ihr in der ersten Halbzeit hattet. Vor allem im Angriff, Fehlpässe und ähnliche Dinge. Sie wurden natürlich dann auch stärker unter Druck gesetzt. Das war schon richtig. Ja, also die haben eigentlich ihr Tempo, was sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, war es natürlich einfach gegen uns, weil unser Rückzugsverhalten auch nicht sehr gut war. Und in der zweiten Halbzeit haben wir halt das Tempo angezogen und da kommen sie dann halt auch nicht mehr mit. Das haben wir im Hinspiel so gezeigt, über 60 Minuten. Und das haben wir hier über 30 Minuten in der zweiten Halbzeit. Also es war ein Arbeitssieg, aber wir haben das Ding gewonnen. Und nach drei sieglosen Spielen, die wir wirklich nicht gut gespielt haben, jetzt endlich wieder zu Hause, kann man noch nicht von Glanz und Gloria erwarten. Also ist okay. Alles klar, danke dir. Bitte. Thank you.